FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. So begann die Saison mit einem 2:1 im Supercup gegen Borussia Dortmund. Und so kann das doch dann wirklich weitergehen. Jupp Heynckes hätte nichts dagegen. Hallo, Herr Heynckes. Grüß Gott. Wie fiebert denn ein Cheftrainer, der immer cool bleiben muss, so einem Hit entgegen? Ja, auf der einen Seite gelassen, auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr konzentriert. Die Spielvorbereitung ist wie immer, weil man muss den Gegner analysieren, wie er zuletzt gespielt hat, was er für Stärken, was er für Schwächen hat, auch individuell die Spieler, wie ihre Gewohnheiten sind auf dem Platz. Und das muss ich eben an meine Mannschaft weitergeben. Und ich denke, dass wir alle wissen, das ist ein Prestigeduell, sind zwei Top-Mannschaften, die sich auf einem sehr hohen Niveau begeben und begegnen. Und deswegen wird das morgen eine hochinteressante Partie. Das denke ich auch. Nun war das Grundmuster in den letzten Spielen gegen Dortmund ja fast immer identisch. Viel Ballbesitz für Bayern München und BVB wartete dann auf Blitzattacken. Erwarten Sie den Gegner wieder so? Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, im letzten Jahr waren 2:1-0 Ergebnisse, und wenn man die Spiele analysiert in Dortmund, haben wir die erste halbe Stunde sehr unter Druck gestanden, hatte Dortmund noch gute Torchancen, aber in der Endphase hätten wir das Spiel noch kippen können und verschossener Elfmeter. Hier, glaube ich, haben wir auch mehr Spielanteile gehabt und ein sehr unglückliches 1:0 hinnehmen müssen. Also das wird auch morgen ein knappes Spiel werden, und ich denke, dass wir gut präpariert sind und vor allen Dingen, dass meine Mannschaft in dieser Saison einiges verändert hat, einiges verbessert und optimiert hat. Ja, das kann man wohl sagen. Also Umschaltspiel ist schneller geworden, die Defensive tritt ganz anders auf. Das Flügelspiel ist variabler. Also Ihre Mannschaft hat mehr Optionen als in den letzten Jahren, würden Sie sagen? Ja, und dann haben wir auch mehr Optionen, das heißt im Spielerkader. Und das macht sich natürlich dann auch bemerkbar, wenn man permanent jeden dritten Tag ein Spiel hat. Und das kostet ungemeine Kraft, vor allen Dingen auch die Champions League und die vielen Reisen etc. Und nicht zuletzt deshalb, weil wir einen guten Spielerkader haben, weil wir Top-Verpflichtungen getätigt haben, sind wir in dieser Saison wirklich besser. Es können Spieler von der Bank kommen. Bastian Schweinsteiger ist natürlich morgen wieder dabei. Franck Ribéry spielt wirklich eine außergewöhnliche Saison bislang. Welche Rolle kommt ihm morgen zu? Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, entscheidend ist das Kollektiv, wie wir gemeinsam nach vorne spielen, vor allen Dingen auch in der Rückwärtsbewegung, im Umschaltspiel. Und natürlich hat Frank vor allen Dingen auch zu Hause, hat er ja Glanzlichter gesetzt, und das hoffe ich mir natürlich morgen von ihm auch. Nur Borussia Dortmund hat auch eine sehr gute Defensive, und das wird für welchen Spieler von uns wird es nicht einfach, aber umgekehrt genauso. Wenn Sie gleich wieder in die Kabine reingehen, hier 3 Meter links, spüren Sie, dass die Mannschaft richtig heiß ist? Ja, ich denke, dass jeder Spieler weiß, wo es drum geht, und wir haben eine privilegierte Tabellensituation, und deswegen können wir sicher von der Stärke heraus die Begegnung angehen. Nichtsdestotrotz, das ist ein Spiel auf Augenhöhe, und natürlich sind die Spieler alle sehr konzentriert, fokussiert, aber auf der anderen Seite haben wir ja auch Champions League Spiele, wir haben Champions League Endspiel bestritten. Ja. Also wir wissen schon, damit umzugehen. Das Los bei Bayern, immer Highlights, ne? Genau. Damit kennen Sie sich ja aus. Danke, alle Bayern-Fans sind gespannt. Ach was, alle Fußballfans weltweit. Denn der Hit wird in 203 Nationen übertragen. Also besser kann man nicht in eigener Sache werben. Noch ein paar Top-Facts mehr zu dem Topspiel. Thomas Müller geht als Topscorer der Liga in die Partie. 8 Tore und 8 Vorlagen ergeben 16 Scorerpunkte. Franck Ribéry und Toni Kroos liegen mit je 10 Punkten gemeinsam auf Rang 4 der Werte. 9 Kopfballtreffer der Bayern sind Liga-Bestwert. Borussia Dortmund kassierte knapp die Hälfte seiner Gegentore per Kopf. So viel wie keine andere Mannschaft. Geht da was? Schiedsrichter der Begegnung ist Peter Gagelmann. Wie beim Liga-Auftakt der Bayern in Fürth und schon beim letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund.
Schiedsrichter Gagelmann ist auch Veranstaltungsmanager, wenn das nicht morgen idealerweise passt. Wir haben auf unserer Bayern-Facebook-Seite einen Poll, also eine Umfrage, gestartet mit der Frage schlechthin: Wer gewinnt die Partie? Und das liest sich natürlich sehr erfreulich. 90% sagen Bayern München, 3% unentschieden, 7% Borussia Dortmund. Ottmar Hitzfeld übrigens tippt auf ein 3:2 für Bayern. Sehr gut. Wenn Sie eine Karte haben, dann passen Sie gut darauf auf, denn 500.000 andere hätten auch ganz gern eine vielleicht heute Nacht. Und das Kopfkissen, da müsste sie sicher sein. Also dann, ihr Roten, packen wir es morgen gegen Schwarz-Gelb, würde ich sagen, oder? Bis dahin, servus miteinander.